gute Ausgangssituation. Restart kann man auch direkt, somit viel Spaß hier bei Faculty gegen Curse. Schade, dass Faculty hier als T starten muss. So, was hat Curse vorhin, was hat nicht vorhin gespielt? Ich glaube, relativ normal, irgendwie einer, zwei am B und dann hier so ein bisschen verteilt. Mal schauen, was sie jetzt hier auspacken. Denn da mit einem Push? Reflex steht auf HE. Faculty unten relativ zügig. Nades zum Sniper-Pad. Da stand aber kein Curse-Spieler. Gut, das schon mal gedodged. Wahrscheinlich auch bewusst dort nicht hingestellt. Faculty kriegt aber die ersten Hits ab. Ist ja noch kein Frag gefallen. Ah, schön, jetzt Sniper-Pad tot. Schön alle Mann draufgeschossen. Davon muss man Cutters aufpassen. Mantis. Und gut, sie gehen jetzt alle davor. Ach, die HP sieht gerade nicht mehr so gut aus. Gegenfläche sitzt auch richtig gut hinten. Boah, da sieht man es laufen beide in die Wand. Richtig blind. CD kann jetzt auf Plateau schieben. Skurk zieht auch nach. Boah, nur noch Dizzy mit 10 HP. Schönes Ende von Skurk da mit 3K. Aber hat er eigentlich nur noch aufgeräumt und das beendet, was seine Mates schon angefangen haben. Nämlich die Faculty Spieler low zu schießen. Beziehungsweise zu killen. 1-0 somit für die Finnen von Curse. Stimmt, und für alle, die vorhin noch nicht eingeschaltet hatten. Aslak ist Re. Nasu leider wieder inaktiv jetzt. Und Aslak neuer fünfter Mann. Bisschen schade, dass Alu vorhin AWP gespielt hat. Ich hoffe, dass Aslak dann noch richtig starke AWP wird. Also, dass er sie auch überhaupt in die Hand nimmt. Schöne Eco bisher von Faculty. Richtig gute Eco. Schade, dass sie nicht an der Waffe kommen, glaube ich. Nee. Mantis letzter mit. Glockt auch leider nur. Keine P250. Schade. Aber noch gut Schaden an Natu. Schöne Eco aber. Könnte man fast sogar überlegen, jetzt Galil zu kaufen. Also man hätte sogar eine AK. Aber ne. Spielt hier nochmal Deagles. Kein Risiko. Banks von Natu, der heute sowieso richtig gut drauf ist. Vorhin gegen Anexis schon überwältigend eigentlich. Hat da richtig kranke Shots gemacht, richtig gute Runden gespielt. So, und der Eco haben sie auf jeden Fall weniger Probleme gehabt. Und jetzt geht's ran an den Speck. Übrigens jetzt auch die neuen Spawns, die Random Spawns. Gut, hier CT-Seite merke ich davon nichts. Aber vielleicht wurde das noch nicht angepasst. Weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall mit dem Update jetzt Random Spawns hinzugekommen. Oh, Skurk. Hä? Ah, er wurde wahrscheinlich angeneift vom Mate. Und Mantas mit First Fake, mit AWP. Kirby dort geboostet. Asmo auch mit Awe. Also Doppel-AWP ist die Wahl. Oh, schöne Frags. Hinten Alu wahrscheinlich. Auf den muss man jetzt aufpassen. Nice. Er hat lange gewartet. Oh, hat richtig Probleme. Er kriegt nicht mal den Frag. Ganz stark geschossen auch von Simon direkt. Und schöner Refrag instant von Kirby. Richtig starke Runde von Faculty. Einfach mal komplett aufgeräumt. Mit Einzelskill. Mit den Finnen den Boden aufgewischt. 3-1. Curse müsste... Nee, haben... Nee. Sparen... Wir haben nur Geld, trauen sie sich nicht. Wobei es auf Tast 1 vielleicht sogar möglich ist, hier mit drei Waffen nur zu spielen. Der eine. Ne, keine Max 7 oder sowas. Das ist schon direkt die Eco da weggeblockt.
Kirby wurde wieder da hochgelassen. Wahrscheinlich wird er das jetzt eh jede Runde, solange sie es da nicht sehen. Ah, Naoto hat doch eine Max 7. Das habe ich doch richtig gesehen. Ah, die wird dann anscheinend irgendwie nicht auf dem Rücken angezeigt. Ah, schade. Wir wissen natürlich jetzt, wo wir sind. Simon kann A rauf. Kirby hat das Tor. Von der Mitte. Zweite Runde. Relativ guter Start. Direkt die erste Equip geholt. Da ist es auch egal, ob man die Pistole fast verliert. Zwei Runden jetzt schon auf dem Konto. Oh Mann, das soll er aber wieder kriegen. Hat er auch Topspawn. Er nutzt den aber nicht. Musste dann noch die AWP picken. Wieder mit Waffen, Spinde in gewohnten Aufbau und Alu wieder offensiv am Steg. Wieder der Boost bei Faculty. Okay, da stand Alu vorhin auch schon immer. Schönes Pre-Aim von Asmo. Ra! Schön, guter Headshot. Haben sich anscheinend wirklich vorhin das Spiel angeguckt. Die Pose sich gemerkt und zielen da relativ gut vor, die wo Curse steht. Richtig starke Runde vom Asmo. Zwei schöne Headshots. Tor passt auch Mantis auf, trifft den Schuss auch direkt. Oh, Skurk mit ein paar Hits in der Smoke. Oh, Kirby, den muss er eigentlich haben. Boah, eine von hinten. Boah, die Fläche saß richtig gut. Und jetzt zerstören sie einfach auf einmal Faculty. Oh Mann, das hätte nicht passieren müssen. Die Runde sah eigentlich schon wieder gut aus. Beide City Base. Mantis muss die Bombe holen. Sollte auch auf AK switchen. Ach, schade. Schöner Sprung, aber gut gedacht. Ach, aber ich glaube, Aslak war das. Na, shit. Ach, Mann. Ich wollte doch sehen, wie viel Aslak gemacht hat. Ich glaube, er war es hinten, der am Pad rum ist. War auch richtig schöne Flash. Gut abgelenkt und gutes Teamplay mal wieder von Curse. Fällt einem sowieso auf, dass sie mit eins der besten, also sie spielen einfach so viel auf Teamplay, da ist schon beeindruckend ihre Teamleistung. Faculty hat Geld. Wieder eine, wieder direkt unten. Oh, wieder die First Tracks. Sie geben wirklich so viel Gas. So wie Curse eigentlich vorhin. Ich bin da genauso aggressiv, wie es Curse gemacht hat. Haben sich vielleicht auch den T-Spielstil ein bisschen abgeguckt. Sonst haben wir nur nicht dagegen Tor sterben. Oh. Riskant, aber ging auf. Oh, Simon, richtig gut nochmal abgesetzt und dadurch auch den Frag gemacht. Sehr stark geschossen. Gefällt mir wirklich. Eins ist gemäß, ich Faculty ist ja sowieso eigentlich ziemlich gut. Und auch Kirby nochmal mit einem schönen Headshot. Holen sich somit die dritte Runde und Curse muss sparen. Krass, hätte ich nicht gedacht, dass Faculty hier so gut auftrumpft. Vor allem vor nach dem Spiel dachte ich mir schon, ne, Curse wird da wohl heute relativ leichtes Spiel haben. Die Frage, ob Curse jedes D1-Match gewonnen hat, ist eigentlich überflüssig. Bisher hatten sie nur eins und das war vorhin und das haben sie gewonnen. Das sagt natürlich auch nichts aus. Trouble wird gerade traurig, ja. Ja, kann man ja also zu Recht gerade sagen, dass Faculty besser ist als Maus. Ob das so bleibt, muss man natürlich abwarten. Immer noch kein... Doch, Geld hat man wieder.
Equipment wird gekauft. Hat man es gerade schön gesehen bei Skurk. Er hat gerade drei Granaten. Eine Smoke hat er nämlich auf jeden Fall noch. Das habe ich genau gesehen. Und da, wo er die vierte Granate gekauft hat, ist er verschwunden am Overlay. Ich hoffe, das kriegt man noch irgendwie hin. Ja, die Smoke lag nicht so gut. Die von Nip lag da eigentlich immer besser. Nato pusht da wieder hinten durch. Macht dort Raum eng. Kirby, glaube ich, wieder mit geboostet. Der wird also von hinten erstmal nichts anbrennen. Oh, Skurk aber Flash für Nato. Der jetzt offensiv rumzieht und Hits macht, aber reicht nicht für den Frag. Trotzdem guter Move. Jetzt nachgesmoked. Oh, also Asmo halt wieder unglaublich stark. War ja letztens auf Mirage, glaube ich, gegen AL. Hatte mir nicht gefallen. Ich glaube, letzte Woche war das. Oder Montag oder sowas. War heute wieder unglaublich stark. First Frag gerannt. Oh, Mantis hittet mit Aave. Ach, lol. Da war er doch drauf, für meinen Geschmack. Ich muss gerade die Bombe holen. Ich hab da schon da oben. Wieder Sniper-Pad aufpassen. Oh, Dizzy. Oh, hat keiner deckt nach hinten. Oh, jetzt zieht er den Fuß. Den ersten. Den zweiten weiß er jetzt auch, wo er ist. Ach, schade. Gut gespielt wieder von Kurs. Ja, Sniper-Pad ist schon krasse Pose da. Da müssen sie aufpassen. First Fix sitzt zwar, aber Sniper-Pad dann irgendwie. Müssen sie vielleicht mehr Druck machen oder dann spät HEs hinwerfen. Trotzdem, vier Runden ist schon mal eine gute Ausgangssituation. Die hat echt nochmal Geld gehabt. Boah, ekelhafter Lag. Also, die First Fix sitzen wirklich am laufenden Bande. Hallo, wieder schöner APP-Frag. Hat vorhin auch gut getroffen. Hat er auch eine nette 4K-Runde, glaube ich. Oh, die Füße. Dizzy, die Füße. Schön gesehen. Gut aufgepasst. Oh, Sniper-Pad wieder. Also wieder ist es Sniper-Pad. Aber Dizzy macht diesmal wichtige Frags in der Runde. 2 gegen 2. Simon mit der Bombe. Ach, schön. Gut aufgepasst an der Kiste. Sowieso immer relativ Standard, dass dann dort einer steht im Late Game. So, die sie auch die Steps schon gehört. Simon muss aufpassen. Die sie macht das gut. Geht kein Risiko ein. Weiß genau, die Arme eben aimt ihn ab. Schöne Mini-Steps. Oh. Also die Fläche. War die gut oder jetzt nicht gut? Ich dachte, er wirft sie hier irgendwie über Bande, dass sie hier so vorkommt. Aber er hat sie, glaube ich, hinter sich geworfen, damit sich der City wegdreht. Dennoch schön gespielt. Wieder guter First Track von Mantis. Was, glaube ich, oder Simon? Weiß ich, ich glaube, Mantis oben. Aber ist egal, Fekt, die macht sowieso immer First Tracks. Krass. Den Ikos haben sie auf jeden Fall keine Probleme. Oh, schön. Kirby auch Cutters aufgepasst. Gut geschossen. Das führen jetzt sogar. Ohne gewonnene Pistol ist schon stark. Gut, jetzt scheinen zumindest Lags weniger geworden zu sein. War die vielleicht ein bisschen schlechter, aber trotzdem noch annehmbar, hoffe ich. So, wieder der Boost für Kirby. Gewohntes Bild. Asmo wieder mit Gas. Liegt direkt an. Oh, schießt wieder fast hervorragend. Macht, glaube ich, auch gut Schaden. Oh, was? Alter, Simon ist so krass. Ohne Witz. Was der drückt heute. Schade. Jetzt Gurk gegen 3. Low HP. Never ever schafft er das. Oh,
Skrug tritt auch den Weg zum Safen an der T-Base. Hört die sie ihn? Ich habe gerade links einen Step gehört. Weiß ich, ne, scheint er nicht von Notiz genommen zu haben. Eck geschaut und direkt Headshot. Sehr schön, 7-6, 7-5. Was sage ich denn? Gewinnen hier sogar eine Runde mehr, als sie überhaupt haben. Oh, und Virtus Pro gegen VG. Virtus mit der 8-7 Führung. RPK heute, glaube ich, mit seinem letzten Spiel. Ich habe, glaube ich, sogar auf Virtus getippt. Der pusht einfach über die Mitte rein. Boah, schöner Bank von Kirby. Wahnsinn. Das fickt die richtig strong. Ja, Simon muss ja. Ja, 20-7 Sets. Müsste, wenn man gerade die Ezea-Sets anguckt, wahrscheinlich auch most deadly sein und most professional. Man schnappt sich auch den letzten, also 21-7. Führt hier auch. Hat mehr als doppelt so viele Punkte wie Mantis. Krass. Und sogar doppelt so viel als zwei Spieler bei Kurs zusammen. Die ersten beiden. Krasses Spiel von ihm auf jeden Fall. So, mal schauen, ob es. Kurs irgendwas umstellt. Alu mit Ave. Was sagt da? Wartet immer auf die HEs. So, wieder schräge was. Boah, guter HE gegen Reflex. Natu jetzt da geholfen. Aber man lässt Natu jetzt da mitstehen. Skork hat er auch hinten allein dicht. Also, ja, Natu hilft da jetzt mit. Alu. Oh. Tja, einmal da gespottet. Das sieht jetzt nicht gut aus. Diese Runde sieht auf jeden Fall wieder in Ordnung aus für Curse. So, Kirby wird auch Mitte geholt. Nur noch Mantis gegen 4. Das lag nach hinten am Sniper-Pad. Auch ganz defensiv. Macht da die Fläche ab, zieht dann rum. Wieder schön gespielt von Curse. Gut auf die Fläche gewartet, dann umgezogen und dann einfach nur noch Pre-Fire überall hin. Keine Chance für Mantis, die Runde irgendwie noch zu drehen. Dennoch bisher eine sehr starke Präsentation, die Faculty hier abliefert. Sollten vielleicht, wenn sie jetzt gemerkt haben, dass da vier Leute blocken, vielleicht mal das anfaken und dann einfach A gehen. Oder sie gehen direkt A. Auch schön. Könnte aufgehen. Könnte aufgehen. Wenn jetzt vier Mann links abbiegen. Drei Mann. Ach schade, sie bauen rechts auf. Kontakt durch die Smoke vielleicht. Smoke. Natürlich eher gute Sicht. Da laufen sie ins Pre-Fire rein. Smoke hält einfach durch. Ach bitte. Vielleicht ein Ticken. Müsste mal vielleicht länger warten, um das zu spielen. Bis die Smoke weg ist. Da sogar ein Molly. Oh. Ah, kriegt auch direkt die Hits. Reflex. Schön den Kopf gesehen und den Kopf weggesammelt. Oh, das Pre-Fire ist ganze Zeit in den Schlitz da rein. Mantis wieder 1 gegen 3. Vorhin war es in 1 gegen 4. Hol! Smoke. Er ist davon gestorben. Geht aber auch kein Risiko ein. Mantis auf AK geswitcht. Weil müsst ihr doch gehört haben. Ja, hat ihn auch. 7-8. Schöne ausgeglichene erste Halbzeit. Trotzdem Faculty natürlich jetzt enorm Rückhalt mit den 7 Terrorrunden. Sollten sich aber nicht hier zu sehr in Sicherheit wähnen.
Wenn sie selbst die Pistole abgeben, dann die erste Waffenrunde verlieren, dann kann das schon ziemlich eng werden. Das kommen auch direkt keine irgendwie auf Klo oder sonstiges. Zum Routing liegen SMNGL. Ich habe den Amsterdam-Server ausgewählt. Vielleicht hat er einfach den Frankfurt oder London oder so. Egal. Curse mit B-Rush. First wechselt erstmal mit einer schönen Gegenflash. Macht er alle blind. Oh, jetzt ist Problem, ne? Oh, da fallen sie auf einmal alle. Trotz der Gegenflash. Aber die Mates zu spät verschoben, beziehungsweise waren nach Mitte beschäftigt. Aber da kamen auch richtig viele Decoys dahin zum Antipad. Oh, der Headshot schon wieder. Netter E, aber von hinten müsste eigentlich gleich ausgerufen werden. Jo. Gut gespielt von Alu. Erwartungsgemäß gemacht. So, jetzt bitte nicht einbrechen. Einfach ganz easy Ecos spielen. Versuchen auch wirklich die zu gewinnen. Vielleicht auch offensiv gehen. Ich denke, da ist einiges drin auf der Map. Jo, Hanno wäre schon nice. Ansonsten ist das Lineup schon ziemlich stark. Ich meine, sie hatten bisher aber gute Fights gegen Nip. Lässt jetzt nicht unbedingt drauf schließen, dass sie irgendwie schlecht wären. Ganz im Gegenteil. Schon wieder Simon. Trainerin Cut, das ist nur Aslak da unten. Oh, die AE. Die AE. Richtig gutes Timing von Reflex. Kiste müsste eigentlich mal gebankt werden. Also fangen da glaube ich zu viel Schaden schon. Ja, ihr sitzt auch. Ja, das ist richtig low. Jetzt geht's los mit der Frackjagd. Als ob Kirby dort einen Frack macht. Kriegt halt eh die Hits die ganze Zeit. Rechts muss er aufpassen. Ja, keine Chance da im Schlitz mit Diegel. Dizzy da hinten an der quasi in dem langen Gang. Schauen, ob er sich nach einem schimmeln kann. Kann er nicht. Na, du passt auf im Eck. Wieder die Führung für Curse. Faggity sollte auf jeden Fall nochmal sparen. Seitdem sie haben sich eine richtig krasse Max 7 Runde ausgedacht oder irgend sowas. Wo sich wieder über den Frack von Kirby da im Cutters aufgeregt wurde. Dürft nicht vergessen, dass es immer noch GoTV ist. Heißt, mehr Interp. Sieht alles ein bisschen seltsam aus. Es ist nicht so, wie es im Game ist. Leider, leider, aber muss man sich abfinden. Diesmal hat Simon leider nicht den ersten bekommen. Manches immer noch einen. Mit seiner ESWC-Diegel ist hier vielleicht was drin. Ja, zwei noch gemacht. Immerhin. Huch, ich kann es ganz einfach. 8. So, mal
schon, wie sie hier stehen. Stehen da relativ ähnlich. Reflex Skurk diesmal, derjenige, der schnell schräge hochkommt. Ich hoffe, Faculty achtet da drauf. Simon spottet ihn. Schön angesagt, schön von Zizi auch mit rumgezogen. Simon, Frag. Boah! Wieder Short, Long Distance, Mantis. Ich fange hier halt nicht mal einen HP-Punkt. Also fast. Oh. Alter, hier fallen halt nur Gesichter von Faculty. Easy Round. So sah es zumindest aus. Alle fünf Spieler natürlich überlebt. Kurs hat aber Geld. Kirby offensiv. Zieht sich direkt weg. Kein weiteres Risiko. Wieder eine direkt schräge hoch. Oh, und diesmal geht das nicht wirklich auf. Oh, trotzdem zwei vierköpfige Spieler extrem low mit 2 HP, 8 HP. Jetzt noch einer weggesprengt worden. Asmo hat ein bisschen abgelenkt, aber schräge einer hoch. Autosniper bei Asmo sogar. Der die Schräge ein bisschen deckt. Oh! Disruptor, ey. Mit ein bisschen Glück dort. Hätte eigentlich nie im Leben den Flag machen müssen. Doch Posi bekannt vom letzten. Die sie wartet aufs richtige Timing. Kirby auch hinten schön durchgepusht. Ah, Kirby jetzt auch die Bombe gespottet. Und erstmal macht es mit der Autosniper. Auch vielleicht eine sehr schöne Waffe im Wahl da hinten. Einerseits kann er natürlich hinten wunderbar in den Schlitz schießen. Andererseits hat er auch eine Chance, wenn die Gegner zu ihm gerusht kommen, kann er einfach auch reinhalten und viel Schaden austeilen. Also vielleicht die perfekte Waffe für das 2. Das 1. Bisschen Autosniper-Action sowieso gerne gesehen. So, A-Rush. Oh, schöne Gegenfläche von Kirby. Jetzt noch alle blind geworden, dass er da rumzieht. Vielleicht nicht unbedingt nötig. Ah, deswegen auch zwei Waffen gefallen. Wenn Kirby da einfach stehen bleibt und irgendwie ein bisschen besser mit den... der Map agiert, ein bisschen besser mit den Kanten. Stirbt er da vielleicht nicht. Aber er ist einfach zu frack geil. Dennoch, Faculty holt sich die Führung wieder. Mantis auch mit HE erfolgreich. Also ein ganz anderes Spiel als bei Anexis. Faculty traut sich da was. Sie gehen auf die Aim-Duelle und sie gewinnen sie auch teilweise oft. So, jetzt bräuchte man eigentlich eine Flash, das Schräge, aber Simon braucht keine Flash. Er braucht einfach nur seine M4 in der Hand, um da Headshots zu verteilen. Und er steht wieder fast ganz oben. Also wenn das nicht sein Spiel ist... Wenn er dann nicht ein paar Awards auf der ESEA-Seite abbekommt, dann weiß ich auch nicht. Hat er auf jeden Fall verdient. Sein Spiel bisher. Dennoch trotzdem auch eine sehr gut geschlossene Leistung von Faculty. Auch ein Dizzy, der jetzt vielleicht unten im Scoreboard steht, hat er vorhin eine wichtige Runde als T, hat er... zwei sehr wichtige Kills gemacht. Also auch er trägt hier entschieden dazu bei, dass es hier gerade so gut läuft. Ah, jetzt vielleicht nicht ganz so gut in der Eco. Boah. Boah, nettes Brett von Aslak. Dann wird es in der Eco tatsächlich enger als in der Waffenrunde. Das ist Wahnsinn. Wie ruhig Simon auch einfach ist beim Schießen.
setzen sie in die Führung jetzt. Aslak. Ah, sieht sogar jetzt ganz okay aus mit 6-6. Pings habe ich mir noch gar nicht angeschaut. Sieht nach einem deutschen Frankfurt-Server aus. Also vielleicht auch ein bisschen Ping-Vorteil bei Faculty. Gut, Gegenfläche unten. Mantis macht da einen auf Taz, zieht sich aber direkt wieder weg. Kirby, Mitte. Geht da nicht wieder rein. Faculty steht da weiterhin Standard. Warum man nicht? Klappt ja bisher. Doch, direkt wieder schönes Pre-Aim darunter. Also Curse steht natürlich auch immer dann irgendwie an den gleichen Positionen. Hast mal einen auch mit Autosniper gemacht. Ah, der kommt leider keine Hits. Auch wenn er boxmäßig drauf wäre. Ich sage, die Waffe ist verdammt gut für das 1. Boah, jetzt die Hits und Aslak gewinnt's. Boah, schön, Aslak mit Aave. Direkt mal spotten. Wirklich sehr gespannt auf die nächsten Events. Dauert leider ein bisschen, bis das nächste ansteht. Also das nächste große, wo wirklich viele internationale Top-Teams am Start sind. Und A tatsächlich gerade frei. Dass man nicht böse endet. Schön geschossen von NATO. Auch Aslak wieder Mitte. Dizzy gegen 2. So, wenn Aslak da Plateau kommt, sieht's gut aus. Vielleicht ist von Dizzy Tor sehr drin. Aslak verschießt. NATO nochmal mit Gegenflash. Aslak lässt sich davon leider blenden, aber NATO macht den Headshot. Nächste Runde für Curse, die hier jetzt auch so mit. Ne, zweistellig waren sie sowieso die ganze Zeit. 11. Runde. Aber Faculty hat genügend Geld. Wieder Aufbau. Ah, die sind alle gestorben. Oben am Sniper-Pad. Moment, das richtige Ekel-Posi. Oh, sieh den Kopf! Nein! Oh, den musst du doch machen. Aber krasser Schuss. Krasser Reflex-Schuss von Reflex. Und erstmal einfach so gut mit der Autosniper da hinten. Das wäre eigentlich echt gut. Dadurch das Tor kann natürlich auch Schaden machen. Weil er dann die ganze Zeit hin und her sich bewegen kann und trotzdem viele Schüsse abgibt. Vielleicht gab es für Kirby, kann leider kein Frag mehr ziehen. Simon aber immer noch den B am Halten. Schön. Ach, schade, direkter Refrag. Asmo sogar einen bekommen mit Autosniper, aber beide jetzt hinten durch. Dann jetzt Asmo mit seiner Sniper gegen 2. Alu legt an. Boah, krasser Mini-Schlitz. Alu macht's. Boah, was das für ein CPL-Schlitz war. Anschlussrunde. Ah, jetzt bitte nicht hier es noch spannend machen. Wobei es ist eigentlich schon spannend. 13-12. Spannendste D1-Match, was wir bisher hatten. Das ist so krass. Es ist krass, wie sie die Runde fast wiederholen. Zwei Deagle Openings. Aber warum wir jetzt einfach nicht mal defensiv gehen? Sind sie auch am A? Dizzy kann sich da auch irgendwie verkämpfen. Sogar CD-Base. Also das ist natürlich so eine ekelhafte Map einfach. Wo ein Bombspot quasi
direkt auf der CTBs ist. Er ist ja gerade Mitte rein. Mantis. Willst du da wissen? Oh, einen hat er gespottet. Er wird abgezogen. Ja. Nur im Internet. Wobei, ja auch im LAN. So, 20 Sekunden haben sie noch. Hoch. Und es sieht nicht so aus, als ob sie hier irgendwie noch auf den Spot kommen würden. Nee, sie sparen die Waffen. Krasse Ficke, die verliert nicht mal eine Person. Und das, wie gesagt, in der Eagle Echo. Oh Mann, ey, die Map. Krass. Da brauchen sie nicht mal Waffen. Trotzdem, Curse noch Chancen. Selbst wenn Fackel hier das Draw macht. Wobei, so viel Geld haben sie dann nicht. Also es ist eine ganz, ganz wichtige Runde für Curse. Sollten sie die verlieren, müssten sie, glaube ich, Eco haben, was sie natürlich dann nicht machen werden. Heißt, sie hätten sehr wenig Equipment. Das ist schon krass, wie viel Schaden sie da immer austeilen. So, da kommen die ganze Zeit die Schüsse von Asmor an hinten. Das ist natürlich, auch wenn er da keine Hits setzt, er schließt natürlich in gewisser Weise die Posis aus und die Posi, dass er da einer steht. So, jetzt die Einnahme von Simon. Oh, schöne Flash von Dizzy da oben. Oh, schönes Gesicht von Reflex. Oh, Simon blind. Kriegt trotzdem noch den Frag. Kirby hat den B. Oh, einer mit raus. Aber Simon halt einfach Endgegner. Keiner hat irgendwie eine Chance gegen ihn. So, die letzten beiden Schräge. So. Ah, Posi vielleicht nicht ganz so optimal. Kann aber ansagen, Kirby hat auch den A-Spot. Hört die Steps, gibt das durch. Und ob sie mit dem rechnen, fraglich. Und sie stehen sogar halbwegs hintereinander. Spottet ihn. Flash nochmal von Mates. Schön gemacht von Kirby. Richtig gut, da cut das rein. Und jetzt die angesprochene vermeintliche Eco. 2-2 sehe ich da nur 1-9, 3K, 3-4. Das ist nicht viel Geld. Als CT würde ich denen zutrauen, so eine Low-Crypt-Runde zu holen. Als Terror ist das, glaube ich, nochmal um einiges schwerer. Eigentlich könnte Faculty komplett Druck machen. Boah, Skippen. Aber mit dem ersten Mantis hält die Schräge einfach safe. Achso, jetzt hat er einen Shot mal gesessen. Das sieht sehr, sehr gut aus für Faculty. Und nicht nur sehr gut, sondern auch richtig gut. GG 16-11 was? Ne, 16-12? 13-12? Ich glaube 12. Krass, hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht, dass Faculty heute hier gewinnt. Vor allem nach vorhin der Vorstellung von Curse, die wirklich sehr überzeugend waren vom Aiming und vom Einzelskillhalt. Aber Faculty einfach nochmal einen Ticken besser. Richtig gut umgeschossen als CT dann Anfangsschwierigkeiten gehabt mit der Pistol, aber dann doch gute Runden gehabt. Sehr schöne Runden vor allen Dingen von Simon und nach einer kurzen Unterbrechung